Hallo und herzlich willkommen zum Adventures Friday. Ich habe mir gedacht, ich spiele heute mal wieder das Spiel Heroes of the Storm und schau mal gerade die Queste hier an. Krieger, Spezial und Gewinne. Ja, okay. Also werde ich sagen, nehme ich mal einen Krieger. Spielen. Figur auswählen. Wir brauchen einen Krieger. Da haben wir Level 1er und dann noch ein Level 1er. Welchen nehmen wir? Nehmen wir den? Oder den? Ach, nehmen wir den. Klar. So. Oh. Ich bin noch auf Kenner. KI-Kenner. Warum spiele ich eigentlich überhaupt gegen KI? Mit Johanna. Naja, egal. KI ist ja easy, habe ich ja letztens schon mal reingeschrieben. Nur Problem ist, irgendwie habe ich in letzter Zeit, seit letzten zwei Wochen, ein bisschen Probleme mit dem Internet. Das verschwindet immer so ab und zu mal, so für ein, zwei Sekunden. Und wenn ich dann da gerade mitten im Kampf bin, ist es ein bisschen doof. Vor allem, wenn du gegen Spieler spielst, dann ist es richtig doof. Da werden wir jetzt erstmal schauen. Ach, Rechtsklick war es. Ich gehe ja sowieso immer unten lang. Ich habe kein Zeichen, dass das Internet schlecht ist, also hätte ich wahrscheinlich heute auch spielen können. Ah ja, egal, was soll's. Shit happens. Man lebt nur einmal. Und das soll man auch gewinnen. Go. Bringt eigentlich nicht zu früh zu vorzurennen, weil jetzt bin ich gleich hier unten und dann stehe ich sowieso. Dorthin? Ja. Dorthin? Hier müssen wir gleich die Schreine, die Leute da rausholen. Das sind drei Stück. Und dann drei verschiedenen Orten. Da ist einer. Dort. Oh, es geht los. Nein, wo rennst du hin? Warum ist er wieder weggerannt? Ha. Ja, okay. Computer ist zwar easy, aber... Naja. Naja. Wenn man den Charakter halt nicht kennt, ne? Ist nicht eine gute Ausrede. Ach, ich find's gut. Das passt schon. Ich kenne den Charakter nicht, deswegen bin ich gerade gestorben. Ich hätte den anderen lieber genommen. Den kenne ich zwar auch nicht, aber egal. Was kann der eigentlich hier? Füge Gegner Schaden zu. Okay. Okay, das sieht so aus. Und das ist... Ah, alle ranziehen. Okidoki. Und... Das, keine Ahnung. Alle ran. Ah, das ist von dem Mecha-Ding ins Bummels da. Verbesserte Heilung. Ach, da wurde gerade schon das erste eingenommen. Wer mitgekriegt, ey. Das gibt's nicht. Da sieht man mal, wie ich aufpasse. Oh. Ich werde beschossen. Oh, nice. So, dann werde ich mal sagen, ich porte mich mal schnell zurück. Oder ich fliege zurück. Was macht der? Ach, normales Port. Easy.
Ihr könntet recht haben. Und dann werde ich mal probieren, jetzt langsam. Welches Level bin ich denn? Ach, Level 5. Nee. Mit Level 6 erst. Hopp, alles in die Rand. Und zack, zack, zack. Da sind sie weg. Oh, das macht ja auch Schaden. Oh, die Belagerung ist da. Unaufhaltbar. Ach Mist, ist ja schon gestorben. Wo ich ihn angreifen konnte. So eine Schweinerei. Okay, gut. Daher weiß ich jetzt. Ich schaffe alles. Außerdem vielleicht. Das Licht der Sonne in den Tempeln wird stärker. Greifst du mich an? Ja. Schon bald gut. Werden sie in meiner ganzen Herrlichkeit erstrahlen. Ja. So Leute, kommt mal her und helft mir. Oh. Junge, ich nicht. Keine Mana mehr, das brauche ich aber. Ich denke mal, wir laufen gerade nicht so gut. Aber das kann man ja auch schnell ändern. Hoffentlich. Na gut. Die Magie meiner Tempel versiegt. Geht und führt euren erbärmlichen Kampf fort. Ihr könntet recht haben. Oh, da oben. Da scheint was zu sein. Y. So. Oh, die sind durch. Gott betäubt. Die stehen mir alle hier im Weg. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt fängt es auch hier an zu lecken. Jo. Was sagt man dazu? Dumm gelaufen. Das ging KI. Oh ja. Jetzt geht es unten wieder los. Die zerstören meine Lane. Bei dem piept es wohl. Ja, die Tempel sind von meiner Magie erfüllt. Wächter, lass keinen dieser elenden Sterne.
Dann gehen wir mal hier rein. Holy shit. Das kann doch nicht wahr sein. Die sind gleich bei uns durch. Ich sollte mir bald einen Knappen besorgen. Mensch. Was geht denn nur hier ab? So Akkarat will. Das kann ich auch noch nicht mehr benutzen, alles nur dran hier. So. Wollen wir das? Dann hole ich mir jetzt die hier noch. Schnell zurückporten. Was hat denn die R-Fähigkeit gemacht? Lässt den Helden zu einem Zielort springen, während er sprung kann. Eine Position der Beweglichkeit. Nach 2 Sekunden der Helden. Okay. Dorthin? So, ach nee, das habe ich ja mal voll verkackt, die Runde hier. Ich finde den Typen hier scheiße, ich mag den nicht. Sehe ich nie wieder. Kennt ihr Johanna? Wenn ja, sagt mir mal, findet ihr den Charakter gut oder nicht gut? Also ich finde ihn nicht so gut. Das ist meine Meinung. Aber ich bin ja für alle anderen Meinungen offen, also daher. Mal schauen, was die sagt. Jetzt erst noch schnell hier vorne. Was? Nein.
Die spinnen doch wohl hier. Ach, das ist schon wieder voll. Gott sei Dank. Also, das gibt's ja mal gar nicht hier. Das Einzige, was hier gut ist, die kann sich immer hin und her porten. Also, alle 30 Sekunden war es, glaube ich. Alle 60 Sekunden. Warte mal, springen wir mal rein. Ach, das geht gar nicht. Zu weit weg. Ja, super. Ha. Bin voll am Abkacken hier, Mensch. Wie oft bin ich schon gestorben? Wo sind die Tabelle? Ist das die? Ach, da. Bin. Ah, ne, da bin ich. Viermal gestorben. Zitadelle an. Unsere Zitadelle wird angegriffen. Ja, noch besser. Ach, Mensch. Mensch. Auf 4 Sekunden. Bin ich schon fast eine Minute weg. Na, das haben wir jetzt verloren. Ich hab verloren. Ja, was soll man dazu sagen? Ich habe mal verloren. Also gegen Kenner kommen wir nicht an, zumindest nicht allein. Wenn vielleicht andere Spiele mitspielen, dann vielleicht dann ja, keine Ahnung. Aber egal. So, ich würde dann mal sagen, das war's für heute. Ich habe mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuschaut. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.